Der Blackmagic ist ja durchaus äh, einer von, von Apples Buddies und die hatten, glaube ich, auch sehr offensichtlich mit dem, äh, haben das koordiniert mit dem Launch vom iPhone 15 Pro. Die haben jetzt nämlich eine App fürs iOS rausgetan, eine Blackmagic-Camera und das ist halt so eine Pro-Videokamera-App zum recht okayen Preis von gratis. Mhm. Und äh, die haben halt äh, offensichtlich auch vorab den, 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 den äh, Dings bekommen mit USB Storage außen dran. Das sollte mit dem Ding auch funktionieren auf den neuen Geräten. Der Chef hat nur gesagt, das funktioniert dann auch mit diesen neuen Telefonen. Der wusste von den neuen Telefonen schon seit Wochen. Okay. Und ähm, die hat halt so alle Einstellungen, die man so sich vorstellt. Ja, alles schön manuell und kannst du in ProRes und sonst was rausschreiben und mhm. ähm, das sollte wahrscheinlich ziemlich nice sein. Und das ist konkurriert halt jetzt mit diesen ganzen Filmic und den anderen äh, Video-Apps und sowas, halt mit dem Preis von null, weil die machen ihr Geld mit Zubehör und die machen ihr Geld inzwischen mit dieser Blackmagic Cloud, die da hinten dran hängt. Und wenn das mhm. so halbwegs funktioniert, was sie da gezeigt haben, dann ist das natürlich super, duper nice, weil du hast so Leute rumrennen auf einer Veranstaltung oder irgendwas mit den ihren iPhones und die nehmen diese Videos auf. Und die machen da nichts damit, außer am Schluss auf Stoppaufnahme zu klicken. Und diese Videos erscheinen Magic auf der anderen Seite auf einem Mac in der Bin von diesem DaVinci. Das, ja, das ist, ist einfach der Knaller. Die laden ja. halt zwischendurch ihre Proxys hoch und die haben diese Blackmagic Cloud-Lösung und die verkaufen dir auch so eine Hardware, wo du deine SSDs reinsteckst oder die schon mit SSDs kommt und das ist halt so eine lokale Cloud. Das heißt, wenn es auch auf ein Eventgelände ist oder so, dann ist halt die Cloud steht bei dir im Büro auf dem Tisch. Mhm. Und die nur, die benutzen nur eine, eine Cloud in der Wolke. Die, die benutzen <laughs> Cloud in der Wolke, ja, die kennen wir alle, ne? <laughs> ja, man. Ihr wisst schon. <laughs> zwei Stufen höher, die Cloud. Cloud ja. Mann. Also die benutzen halt die Cloud ganz oben, benutzen sie nur für Metadaten sync. <laughs> und dann benutzen sie die Cloud auf Schreibtischebene, um äh, die Videodaten lokal zu synken. Mhm. Und, dann, und halt der Editor, der kann anfangen zu schneiden, wenn das Video noch nicht mal da ist. Der kann schon zusammensuchen, seine, seine Clips, wenn die noch rot sind, kann er die schon in die Timeline schmeißen. State. Und dann erscheint Magic hinterher das Video auf dem Ding. Black Magic sogar, man. Das ist einfach, ja. Und da wieder, ne? Du machst diese Seite auf und guckst dir an, hier, wie, wie ist diese, wie funktioniert diese App und bam, da steht halt nur iPhone. Es ist nicht so, du kannst dein Smartphone benutzen, sondern es ist halt einfach nur das fucking iPhone. Und das ist natürlich schon auch eine Ansage. Ne? Weil ja. das, ist, das hätten sie ja auch sicherlich so eine App bauen können für irgendwie ein schimmeliges Android. Ähm, aber da ist natürlich, da hängt dann auch, also die, wahrscheinlich wird die auch irgendwann kommen, aber da hängt natürlich ein Clusterfuck an 47 verschiedenen Te Telefonen dran, die vielleicht gehen oder halt auch nicht. Und das ist schon sehr nett. Was, apropos anstreien, was cool ist, du kannst irgendwie ja so internen Chat kannst du deine Videoleute anschreien, mach mehr Close-Ups. So <laughs> als Editor irgendwie sitzt du da am Schnitt <laughs> und dann schreist du die, die Leute an, äh, dass sie bestimmte Aufnahmen mehr liefern sollen. <laughs> mhm. Ähm ich finde diese, diese Kamera app ist nett und ist okay und, und es gibt ja viele, viele Pro-Kamera-Apps auch im app Store. Aber die, die, die Magic ist mehr oder weniger bei Black Magic in dieser Verknüpfung mit dem Workflow. Also den macht es halt so äh, speziell, diese Kamera app und, und, und Filmic ist ja gerade umgeschrieben auf, umgestiegen auf ein Abo-Modell. Also die werden da ein bisschen zu kämpfen haben mit dem, ähm, mit dem wir sind nur eine Pro-Kamera ab. Ähm, und äh, bei Black Magic ist es ein cleverer Schachzug, weil sie natürlich ihre eigene Hardware damit ja. verkaufen und, äh, und DaVinci natürlich einen enormen Boost auch verschaffen von, von, ähm, von Videoschnittverbreitung. Also man, man kann sich da schon überlegen. Also, wenn du denn noch nicht auf DaVinci schneidest, du so, äh, vielleicht jetzt, ja. wäre es mal anfangen. Und sie haben einen Stealth Mode, der auch sehr lustig ist. Du kannst nämlich dein Telefon kannst du hochkant halten und der nimmt trotzdem Widescreen auf. Ah, den habe ich okay. gar nicht gesehen. Okay, mhm. Und du siehst Haar. nur aus wie so ein so ein Hans Wursch TikTok -Sch Schwachkopf. Okay. Machst aber richtiges Breitformat. <laughs> Clever. Da waren also jetzt viele Beleidigungen im man ein Querformat wollen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Spannend, spannend, spannend. Ja. Und ähm, ansonsten haben sie natürlich auch lustige neue Hardware und so. Aber das war jetzt glaube ich schon ihr, ihr, neues, ihr neues Ding, dass du also ich glaube, das ermöglicht wirklich halt so ein. Nehmen wir an, du bist so ein YouTube-Spezi auf dem Event in Cupertino und möchtest halt als erster dein Video raus haben. Hm. Dann sparst du dir halt einfach die ganze Hin- und her Kopiererei. Und das ist, das, ich glaube, das ist, wenn du wirklich so flott sein willst, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr nice. Ja, definitiv. Oder stell dir mal vor, du hast halt, ähm, also das wird, das wäre richtig mega cool, wenn du zum Beispiel diese Kamera mal white labeln könntest. Kannst sagen, wie deinen ganzen Leuten, die bei auf dem Konzert zu besuchen und sagt, nimm mal mit der App auf. Voll geil. Und im Hintergrund und pumpt das da alles hin. Und das Ding schreibt auch einen Timecode von der, von der relativ genauen iPhone-Uhr da ja, drauf. Das ist schon sehr nett. Und das ist das auch ist. gleich alles so relativ in Sync. Und das müsste, also die Demo, die er gemacht hat, so im Studio, so zwei Kameras von sich und halt so böp, synchron. Das, das ist schon gut. Ist ein bisschen. Bisschen Magic ist es vielleicht, ja. Mhm. Ähm, könnt, ihr mal, könnt ihr mal runterladen. Und auch sowieso, also ihr braucht keine Cloud, ihr braucht kein DaVinci, ihr könnt mit dem Ding auch einfach das Ding als gratis Kamera-App verwenden und gut ist. Ja, schon ziemlich nett. Ja.